Eine Schocknachricht am Montag dieser Woche: Schläferz wird eingestellt. Seit über 10 Jahren natürlich eine feste Instanz auf Tele5, die kultigen Trash-Filme präsentiert von Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Damit ist es nun auf Tele5 auch vorbei, nachdem ja auch die Mattscheibe schon leider nicht mehr weiterging. Ja, und dann habe ich gedacht, dann frage ich doch mal direkt nach bei demjenigen, der das verkünden musste, nämlich Oliver Kalkofe. Hallo. Hallo, hallo. Ja, sag mal, was ist denn der Grund, warum wird Schläferz eingestellt? Ja, es ist so banal wie traurig, aber auch so emotionslos. Es ist einfach die Entscheidung vom Konzern, für den Sender Tele5 0 Euro auszugeben, also gar nichts mehr zu produzieren und nichts Eigenes mehr zu machen. Mhm. Und Schläferz hat es zum Glück noch ein Jahr länger geschafft, als wir eigentlich alle gedacht hätten. Weil Gott sei Dank im letzten Jahr, noch gerade bevor es zu einer erneuten Umwälzung kam, der Laden wurde ja mehrfach verkauft, weiterverkauft, und dann kam Discovery und dann hat Discovery mit Warner zusammengetan und dann wurden die Discovery-Leute wieder alle entlassen und so weiter. Und seit November letzten Jahres war es schon so, dass ich wirklich in der bizarren Situation war, die ich noch nie vorher erlebt habe, für einen Sender zu arbeiten, der 0 Mitarbeiter hatte, also wirklich 0. Es gab nur noch 2 Mitarbeiterinnen, die sich um alle Sender der Gruppe gekümmert haben. Mit denen haben wir super gearbeitet, die waren ganz toll, die haben das immer ganz prima gemacht, aber die waren halt nur für alle Sender gleichzeitig zuständig. Und es gab aber niemanden mehr, es gab nichts mehr wie ein Programmchef, wie Redakteure, wie Menschen, die sich was für das Programm überlegen, sondern es war schon jetzt seit vielen Monaten eben nur reine Abspielstation. Und Schläferz war der letzte noch existierende Leuchtturm. Und es war eigentlich klar, dass mit 0 Mitarbeitern und mit 0 Plan für den Sender, dass das nicht mehr lange weitergeht. Also damit hatten wir schon gerechnet, auch wenn wir immer noch Hoffnung hatten. Aber jetzt hieß es, nein, wir machen wirklich da gar nichts mehr. Und jetzt sind wir die Letzten, machen das Licht aus zum Ende des Jahres. Und Tele5 sendet dann noch irgendwie weiter, aber das sind so die Resterampe an Filmen oder was, oder wie? Ja, Tele5 wird weiter senden. Also der Name ist noch, es ist halt ein leeres Haus ohne Bewohner und ohne Seele und gar nichts. Das ist halt dann ganz klar. Da wird noch weiter gesendet, also noch weiter tagsüber Verkaufsfernsehen, und dann wird noch ein bisschen Star Trek. Das ist das Einzige, Star Trek und ein paar Science-Fiction-Sachen. Da haben sie noch ein paar Langlauf-Lizenzen wahrscheinlich, und ansonsten wird nur noch das laufen, was halt so im Warner-Archiv und Warner-Discovery-Archiv noch rumliegt. Das ist dann quasi ein linearer Streaming-Sender, also ohne irgendetwas, ohne irgendwie, und in der Hoffnung halt, wie es dann immer bei solchen Sendern ist, dass die Leute es noch lange Zeit nicht merken, dass da eigentlich keiner mehr wohnt, ne? Also es geht immer noch irgendwie, eine KI macht das Licht an, dass die Leute draußen denken, da wohnt noch jemand, aber in Wirklichkeit steht das Haus schon lange leer. Ja, irgendwer muss ja die Filme noch starten und stoppen, die da gezeigt werden. Oder ist jetzt auch alles automatisch? Oder? Also ich glaube, das ist inzwischen alles automatisch. Da gibt es auch keine Menschen mehr. Also es ist wirklich so absurd, wenn man sich das vorstellt. Tele5 war ein Sender, der mit 76 Leuten damals gearbeitet hat unter Kai Blasberg, zu einer echt tollen Zeit, wo die schon mal vorher eine Resterampe so waren. Ja. Und dann der Kai kam und hat das alles wieder aufgebaut. Und es wurde ein kleiner, aber doch echt ernstzunehmender Sender, der einfach wirklich, die hatten nicht viel Geld, aber aus dem Mut der Verzweiflung eben ist Kreativität geboren worden. Mhm. Und es entstanden ganz viele tolle Sachen. Und es gab die Mattscheibe, es gab Schläferz, es gab Nichtgedanken, es gab Rüttens Bullshit-Universum, es gab die Zeichentrickfilme, die Animationsgeschichten, die Rütten gemacht hat und so weiter und so weiter. Der Klügere kippt nach und weiß nicht was. Es gab also immer wieder, war das so eine Plattform, wo man spielen konnte. Weil der Sender eben noch davon ausging, was eigentlich so Sender früher mal waren und wir alle mal gedacht haben, man hat einen Sender, da arbeiten Menschen und die wollen andere Menschen unterhalten. Und damit wollen wir Geld verdienen. Also eigentlich dieses ganz Normale, wofür alle Unternehmen mal irgendwann gegründet wurden. Und was auch immer funktioniert hat. Also hat auch bei Tele5 immer funktioniert. Die haben Geld verdient, es gab auch immer einen Gewinn, egal wie hart der Werbemarkt umkämpft war und was los war. Und man musste eben sehen, wie kommt man mit dem bisschen aus, was man hat und so weiter. Aber wenn du eben dann irgendwann Konzerne reingreifen und Konzerne übernehmen, dann gibt's halt nicht mehr den Gedanken von, da sind Menschen und für andere. Also das war als erstes hieß es immer, oder kommen die jetzt mit Discovery und die haben viel Geld, das wird jetzt, kann ja nur besser werden. Das erste war, die Hälfte der Leute wurde entlassen kurz vor Weihnachten.
dann waren es nur noch 35, dann waren es nur noch 20, dann waren es irgendwann 5, dann waren es 2, dann waren es 0. Und es ist immer, damit der Sender überlebt. Ja, die Frage ist nur, was soll da überleben? Ne? Also es ist halt wie gesagt, dieses leere Gebäude steht da jetzt noch. Aber für mich war es immer irgendwie so der Gedanke, da sollen doch auch Menschen arbeiten. Also da sollen doch Menschen von leben und andere Menschen unterhalten und denen Spaß machen, in welcher Form. Ob das funktioniert oder nicht, ganz egal. Damit wollen sie Geld verdienen. Klar, auch fair. Ja, das ist ein fairer Deal. Aber was jetzt so passiert in der ganzen Medienbranche, und das ist ja jetzt nicht nur bei Tele5, sondern das ist überall so, das ist schon echt bitter. Und da weiß ich auch nicht, wie lange das noch gut geht und was da passiert, weil somit macht man sich natürlich auch irrelevant. Also klar, dann geht man doch zum Streamer oder woanders hin, weil irgendetwas ohne Menschen kriege ich auch woanders. Und auch da wird immer vergessen, dass diese Produkte von Menschen gemacht wurden und gemacht werden müssen. Ja, du hast gerade schon gesagt, zum Jahresende. Das bedeutet, ihr habt noch die Chance, euch wenigstens zu verabschieden. Ja, das ist das Schöne. Wir haben wenigstens, wir haben noch einige Folgen vor uns und wir drehen jetzt erst in dieser Woche nochmal, also ab morgen, von jetzt aus gesehen, wo wir das hier gerade aufzeichnen, drehen wir jetzt die Tage und wir haben dadurch auch die Gelegenheit, einen richtig würdigen Abschluss zu inszenieren und eine richtige Abschlussfolge zu machen und zu verabschieden. Das ist wenigstens schön. Das ist wirklich schön. Das ist was Gutes. Das ist auch toll, dass man uns das lässt und dass wir das machen können. Und wir werden auch gucken, dass wir vielleicht noch zur letzten Folge ein Event live machen. Und also das ist wenigstens noch ein gutes Gefühl, dass wir da nicht einfach so abgeschnitten, wie man es von vielen Streamer-Diensten oder sonst wie kennt. Du bist mittendrin, Cliffhanger, und dann weißt du nie, wie es ausgeht. Das kriegen wir zum Glück hier jetzt wohl anders hin. Aber dann ist vorbei und ab nächstem Jahr ist nichts mehr. Würdest du denn sagen, dass das Portfolio noch groß genug gewesen wäre? Ich habe heute Reaktionen im Netz gelesen, also viele haben natürlich gesagt, oh nein, oh schlimm und so weiter. Aber es gab auch ein paar, die geschrieben haben, naja, nach so vielen Jahren, so langsam sind sie denn ja auch mal durch mit den Filmen. Nein. Also das kann ich wirklich sagen. Das ist ja auch ein andererseits gutes Gefühl, so bitter das natürlich auch ist. Aber das Schöne ist, wir gehen ja nicht, weil es so hieß wie, es läuft nicht mehr, die haben keine Ideen mehr, die haben keinen Bock mehr, die haben keine Filme mehr, die Quoten sind schlecht oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen sozusagen auf der Höhe des Erfolgs. Die Quoten sind super. Also wir haben gerade letzte Woche dreifachen Marktanteil gehabt. Ein anderer Sender würde sich bedanken, hier nicht so. Weil es eben gar keinen mehr gibt, der einem danken könnte, sondern es ist halt einfach nur noch eine KI, die da läuft. Aber wir haben, das ist alles super und ich habe gerade noch, weil die Hoffnung ja, wie gesagt, zuletzt stirbt und immer noch die Hoffnung war, dass es weitergeht, habe ich gerade wieder eine neue Liste mit möglichen Filmtiteln gemacht in den letzten Monaten mit über 100 Titeln, die erste Wahl sind und nochmal 100 Titel, die zweite Wahl sind. Oh. Also das ist die Welt des Scheißfilms, ja, die ist noch lange nicht erschöpft. Genauso wie auch des schlechten Fernsehens. Also so wie ich auch am Anfang der Mattscheibe immer dachte, ach, irgendwann findest du nichts mehr. Das wissen wir. Also da gibt's noch genug und wir sind immer noch voll dabei und haben noch immer richtig Lust und es geht uns allen gut und wir könnten sofort wieder loslegen und wir suchen deswegen auch jetzt wirklich offiziell ein neues Zuhause. Wir bringen eine tolle Mannschaft mit und vor allem bringen wir eben die treuesten Fans, die man sich vorstellen kann, mit, weil die Community, die es bei Schläferz gibt, jede Woche und mit der man es schafft, mit wirklich den letzten Schundfilmen, die sonst keiner mehr freiwillig gucken würde, damit dann noch jede Woche so ein Event zu kreieren und so eine Quote zu bringen und so weiter, das ist schon echt was. Und die waren die ganzen 11 Jahre lang treu dabei und haben auch Tele5 auch in den schlechten Momenten echt immer beigestanden und sind uns überall hin gefolgt. Und die würden uns auch folgen, egal wohin es auch dann vielleicht nochmal gehen mag, weil, wie gesagt, es wäre schön, wenn ein anderer Sender das erkennt und sagt, Mensch, das können wir doch nicht liegen lassen. So eine Marke, so viele Zuschauer, so viele Fans. Also ich habe auch keine Abnutzungserscheinungen festgestellt. Gerade jetzt vor ein paar Wochen mit dem Village People Film hatte ich meinen großen Spaß. Den fand ich ganz großartig. Das war nochmal wieder ein echtes Highlight, muss ich sagen. Ja, mich haben natürlich auch unsere Zuschauer schon angeschrieben. Das ist doch eure Chance. Ich sage, ja, Leute, das können wir leider nicht bezahlen. Dazu sind wir zu klein. Es wäre ein Traum, wenn ich dich mit der Mattscheibe und Schläferz bei uns hätte. Aber das ist leider nicht im Budget drin, Leute. Tut mir leid. Das ist immer das Problem. Natürlich, das denken immer viele. Ja, ja.
auf die Mattscheibe und das, da ist schon viel Technik, viel Arbeit dahinter. Und das ist schon, und leider kriegt man da bei uns in Deutschland, weil das halt auch ein sehr eingeschränkter Markt schon allein durch die Sprache ist, halt nie es hin, dass du das wirklich nur durch Internet in welcher Form auch immer finanzieren kannst. Da braucht man immer noch einen Sender. Aber trotzdem für die Sender wiederum muss man sagen, das Format ist echt günstig, ne? Also im Vergleich zu was anderem ist es wirklich günstig, aber es kostet Geld. Das ist halt der Punkt. Und wenn du sagst, ich gebe gar nichts mehr aus, egal wie, dann ist es natürlich teuer, ne? Ja. Für umsonst ist es zu teuer. Aber für einen normal fairen Preis ist es echt günstig und auch die Mattscheibe ist ein recht noch bezahlbarer Preis und alles ist in Ordnung. Aber du musst schon sagen, ja, wir wollen auch noch senden und wir wissen auch ein bisschen, was muss man schon noch ausgeben. Ein bisschen was muss man schon tun, auch um Leute dabei zu halten und so, was wir hier einfach so aus unserem privaten Spaß auch daran und der privaten Energie, die wir immer hatten, da geschafft haben. Ich meine, ich habe, wenn ich konnte, jede Woche mitgetwittert und war immer mit dabei und habe da einfach so einen Spaß dran gehabt, das zu erleben, was da auf so einem kleinen Sender da so gigantisch abging. Das ist schon Wahnsinn, also was da irgendwie möglich war die ganze Zeit. Aber du sagst dann damit, also es müsste ein linearer Sender mit im Boot sein. Also ohne den geht es nicht. Weil es könnte ja auch von dir eine Idee sein, von euch zu sagen, wir machen unser eigenes Paywall-Ding im Internet auf, sozusagen. Ja, wenn ihr so treue Fans habt, wie du ja sagst, würden die ja auch wahrscheinlich dafür bezahlen. So wäre es ja nicht, ne? Das glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, das Risiko, das also ganz alleine zu stemmen wird, also da haben wir alle nicht genügend Rücklagen, so ehrlich muss man das einfach sagen. Mhm. Aber natürlich ist auch ein Streamer eine Möglichkeit oder irgendein anderes Portal. Mhm. Nur, wir haben natürlich einen Vorteil schon gezeigt und der macht es für lineares Fernsehen eben interessant, dass wir es immer noch geschafft haben, das totgeglaubte lineare Fernsehen nochmal zu beleben. Also dieses sogenannte Lagerfeuerfernsehen, dass man sich versammelt und so, was immer nur gesagt wurde, das gab es ja nur noch bei Wetten, das gab es bei uns auch. Mhm. Das war halt ein kleineres Lagerfeuer, aber das hat echt heftig gebrannt und das hat immer super funktioniert und da haben sich wahnsinnig viele Menschen versammelt. Es ist halt kein Massenprodukt, das muss man immer sagen, aber du kriegst damit eine ganz treue, feste Community und die waren live dabei, weil die sich auch in Social Media eben zusammengefunden haben, um dort miteinander zu kommunizieren, auf welche Art auch immer, oder sich eben auch privat analog getroffen haben und kostümiert haben und verkleidet haben und so weiter. Und das ist eben was ganz Besonderes. Aber auch die Streamer haben das ja auch inzwischen verstanden und machen sowas wie Watchpartys und ähnliches und dafür wäre zum Beispiel Schläferz natürlich auch prädestiniert, um sowas mal richtig zu starten, damit das auch mal richtig losgeht. Also im Grunde ist es egal, weil es funktioniert auf jede Art, aber eben diese lineare Art, wo du Community bindest, wie auch immer und auf welche Art auch immer, ist ein großer Vorteil, den wir einfach nochmal mitbringen, neben dem, dass du es auch natürlich jederzeit so gucken kannst. Und wie du schon angedeutet hast, es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr es live tatsächlich macht. Ich war ja bei der 100. in Berlin damals dabei, es war ja ein großer Spaß, war ja auch ein witziger Film, der da ausgewählt wurde. Das funktioniert natürlich auch, mit einer großen Menge Leute es gemeinsam zu gucken und live zu kommentieren, das war sehr unterhaltsam. Also wir haben auf jeden Fall vor, live noch einiges zu machen, weil das ist jetzt auch für die Zeit der Überbrückung oder auch der neuen Zeit, wenn wir keinen Sender finden, natürlich ganz wichtig. Und wir werden das auf zwei Arten machen. Also wir werden einerseits so, wie wir es jetzt bei den Events, die wir jetzt schon häufig mal veranstaltet haben, jetzt zum Beispiel das nächste Mal in Köln, ja noch zum Köln Comedy Festival, da zeigen wir den letzten Film der Sommerstaffel, dann Yeti. Da wird dann der Film gezeigt, wir sind live vor Ort, machen danach Selfie-Aktionen, sind mit den Leuten sprechen, machen eine kleine Show drumherum. Das ist das eine, was wir überlegen werden, so als so eine Art vielleicht Wunschfilmfestival, das mit Schläferts Film und einer Sondershow noch drumherum, also so einen richtigen Party. Aber die Kommentare mit, schon aufgezeichnet, oder? Das ist dann schon fertig, mit fertigen Sachen. Das ist der eine Schritt und der zweite ist natürlich dann eben auch, aber der ist dann noch ein bisschen komplizierter und ein bisschen später und weiterhin, dann wirklich live das richtig zu machen. Also wirklich mit einem neuen Film, neues Programm, live auf der Bühne, nicht so produziert wie damals für die Fernsehaufzeichnung, sondern eben klein, wie man eine Bühnenshow macht. Auch das ist schon in der Überlegung, auch das werden wir versuchen.
Aber davon eben, das hängt alles davon ab, wie es erstmal überhaupt weitergeht und was jetzt als nächstes kommt. Aber auf jeden Fall, wir haben, wie du siehst, also wir haben so einen Bock drauf, alle, die damit zu tun haben und alle, die dabei waren. Und wir sind, wir haben noch lange keine Lust aufzuhören. Und es gibt auch keine, nichts außer eben dem Geiz und der Gier von außen, die das eben beendet hat. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, das nicht zu machen, weil es eben immer noch Bombe läuft und die Leute es lieben. Und wir vor allem eben auch wissen, dass das für ganz viele Menschen, und das gibt es ja auch nur noch selten, wirklich eine richtig wichtige Sendung war. Also manche machen es einfach nur an, klar und so, aber es gibt eben auch so treue Fans, die wirklich, wirklich uns geschrieben haben, dass sie ehrlich real geweint haben, als sie das gelesen haben, weil das eben zu ihrem, in ihr Leben irgendwie gehört und wichtig ist. Und also deswegen, es gibt so viele Gründe, es weiterzumachen. Wir geben jedenfalls noch nicht freiwillig auf. Und was ist mit der Mattscheibe? Die ist ja noch wichtiger. Mein Gott, wenn ich jetzt das Fernsehprogramm sehe, jetzt zum Beispiel das aktuelle Sommerhaus der Stars, ich sehe dich ja immer ins Bild springen innerlich und denke so, da müsste jetzt Kalki um die Ecke kommen. Also das fehlt wirklich, das fehlt wirklich. Ich mich auch. Also ich leide da ja auch drunter, wenn ich fernsehe und immer denke, oh, das kann nicht sein. Was für eine hervorragende Vorlage. Da möchte ich jetzt was draus machen. Und der Witz ist auch der, ich werde in der letzten Zeit so viel darauf angesprochen und es gibt wirklich auch so von Senderseite immer so, Mensch, das müsste man noch mal weitermachen. Auch da kann ich nur sagen, ja klar, kann man sofort machen. Wäre sinnvoll, weil ich auch finde, dass das echt im Moment fehlt, weil es keine richtige Medienkritik in der Form, also satirische Medienkritik momentan im Fernsehen gibt. Und ich fände es super wichtig, dass das wieder passiert, gerade jetzt, wo es immer mehr, also es wird immer wichtiger, je mehr Medien es auch gibt. Aber ja, man braucht immer einen Sender, der da jetzt irgendwie mal erkennt, wie, hey, das ist doch etwas, was uns gut tun würde, das im Programm zu haben und das hat doch treue Fans und es ist doch jetzt verfügbar und machen wir doch mal was. Von mir aus Also jederzeit. Sender sagen zu dir, mach doch mal wieder, aber komm nicht auf die Idee, es dir denn Ja, anzubieten, oder wie? so ungefähr, ja. Also wenn du wen triffst, sagst du, das müsste man doch machen. Aber das ist das Problem, was wir schon seit langer Zeit halt haben, weißt du, also egal wo, ob das Musik ist, ob das Unterhaltung ist, ob das einfach nur so Unternehmen sind, dass immer der Mittelstand bricht halt weg, ne? Also du hast Sachen, du kannst Sachen machen in ganz klein, wenn du es auf eigene Kosten machst und es dir egal ist und du kannst, also kannst immer ein paar Leute versammeln in irgendeiner Kneipe oder kannst irgendwie ein kleines Minikonzert irgendwo geben und du kannst immer noch die großen Stadionkonzerte geben, wenn du ein Megastar bist und du kannst immer noch als Heidi Klum GNTM verkaufen, obwohl das schon seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr da sein sollte. Aber das ist egal, diese beiden Sachen funktionieren immer, aber der gesunde Teil in der Mitte, der einfach war wie, ja, wir erreichen viele Leute, ganz viele Leute, und wir haben was ganz Tolles und das finden diese Leute auch ganz toll. Und das kostet auch nicht so viel wie das, aber ein bisschen mehr als das. Das fällt immer mehr weg. Also das sehen wir ja an allen Programmen und überall, dass halt so die vielen kleineren, netteren, schönen Sachen einfach wegfallen, sondern man macht einfach ewig das weiter, was sich bewährt hat. Egal wo, ob bei den öffentlich-rechtlichen oder privaten, immer das Gleiche, was irgendwie mal gelaufen ist, bis es wirklich komplett tot ist oder einer umkippt von denen, die dabei waren oder alle. So lange wird das weitergemacht und was Neues gar nicht. Und wenn, dann sieht man es auch eher so, dann kommen die Sender, da machen sie eine Riesenshow draus, geben eine Mörderkohle aus. Es funktioniert gleich am Anfang nicht, weil man merkt, ah, wir hätten uns auch Gedanken machen müssen, was wir da eigentlich machen. Oder es wäre schon schön gewesen, wenn einer an das Projekt wirklich geglaubt hätte und Spaß daran gehabt hätte und es selber gut gefunden hätte. Und dann ist es nach der ersten, zweiten oder dritten Folge weg. Und dann heißt es erstmal wieder ganz lange, ah, wir müssen, können nichts Neues machen. Das war so teuer, da haben wir so viel Geld verbraucht. Es hat ja keinen Sinn. Das bringt ja nichts für die Leute. Die wollen ja gar nicht mehr. Nee, stimmt nicht. Die Leute wollen schon noch, wenn man ihnen nicht nur Scheiße anbietet, dann gucken sie auch und die haben schon Bock. Also hört mal auf, euch damit das immer in die Tasche zu lügen. Genau, oder wie bei DSDS, wir sagen, wir hören auf und machen dann doch noch weiter, weil wir uns nichts Besseres einfällt. So ein Beispiel, das ist so ein Beispiel für diese Verlogenheit und auch für die Hoffnungslosigkeit und ja, also dass man wie verzweifelt die Sender sind, wenn du das merkst, ne? Also du siehst so nach langer Zeit wie, ja, wir müssen damit mal Schluss machen. Ja, es bringt auch nichts mit Bohlen. Also das ist jetzt auch wirklich so aus der Zeit gefallen. Da machen wir mal was anderes.
verkünden das ganz groß, machen einen riesigen Neustart, trauen uns aber auch nicht, den richtig zu machen, sondern gucken auch nur, welche Namen können wir irgendwo hergreifen, die überhaupt nicht passen und was einfach. Und wir haben auch keine Idee, wie wir das Ding inhaltlich ausrichten, aber einfach nur, wir müssen die Marke ja noch irgendwie halten. Wir machen aber, und dann sehen sie, es geht doch wieder in die Hose und dann holen sie ihn wieder zurück und es wird noch schlimmer als vorher. Und die Jury zerfleischt sich von innen noch selber. Und es ist so peinlich, das zu sehen. Und so zu sehen, wie da jemand eine gute Idee hatte. Aber es reicht auch nicht, wenn du nur einmal die gute Idee sagst im Raum, sondern du musst die dann auch durchsetzen und auch weiter nachdenken und auch ein bisschen überlegen, was dann der nächste Schritt ist. Also das ist leider ist das aber ein Abbild von so vielen, die du momentan leider erlebst, wo du immer nur denkst, Mann, Leute, das kann doch echt nicht wahr sein. Und dazwischen traut ihr euch gar nichts und ihr macht das Fernsehen selber kaputt und selber irrelevant. Ja. Und das ist das Traurige. Das ist genauso wie beim Radio. Keiner braucht mehr Formatradio, wo du heute Spotify hast und deine Playlist dir auch so angespielt wird. Da brauchst du auch keinen, der dir dazwischen sagt, dass das die Superhits der 80er und 90er sind. Das weißt du selber. Das interessiert dich einen Scheißdreck, dass dir ein Idiot das sagt. Das kannst du so machen. Und beim Sender ist es eben auch, ne? Wenn du einfach nur noch was, wo du einfach sowas durchläufst, sagst du, nee, dann gehe ich doch auf den Streamer. Also, weil, wenn ich hier gar keine menschliche Begleitung mehr habe und nichts anderes, das kriege ich auch woanders. Mhm. Ja, das müssen irgendwann die Sender, egal ob Radio oder Fernsehen, einfach mal wieder kapieren. Ich hoffe, dass ein Sender das hört und dann sich ein Herz greift, sowohl was Mattscheibe als auch was Schläferz angeht. Du stehst noch voll im Saft, Kalki, also das geht noch mit dir gut. Kann noch ein bisschen, ja. Kannst auch ein bisschen, genau. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.